Rücke aus!
Ich hänge gerne ab, aber nicht so. Nicht so! Oh, meine Unterhose ist... Füße funktionieren. Schön, dich zu sehen. Hey, danke. Ohne dich wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Also, was machst du hier? Ich arbeite mit den Crimson Raiders zusammen. Lilith schickt mich, um irgendeinen Quatsch zu finden. Gibt sicher eine Belohnung. Du gehörst zu Firehawk? Oh Mann, ich gehörte früher auch zu Lilith. Aber jetzt bin ich ein Kriegslord der Banditen. Es leben die Sonnenklopper. Ich meine, zumindest war ich Kriegslord, also bis mein Clan diesen beschissenen Alienschrott fand. Ich hatte sie gewarnt, aber was machen sie? Sie haben mich gefesselt, um den Schrott den Kalypso-Zwillingen zu bringen. Nicht cool, Bro. Also, wir sollten hier verschwinden, bevor die Kinder der Kammer zurückkommen. Und wo hängen Lilith und die Raiders so ab? In einem ehemaligen Propagandazentrum. Es hat eine neue Leitung. Hab alle getötet. Das ist super. Na los, nichts mehr weg hier. Ich geh vor, auch wenn ich total unbewaffnet bin. Man darf nicht zeigen, dass man Angst hat und völlig schutzlos ist, Bro. Banditenleben! Und du hast dieses KDK-Propagandazentrum ganz allein eingenommen? Aber sicher, alte Unterhose. Ich bin beeindruckt. Oh Mann! Die Kinder der Kammer haben mein Lager verwüstet! Da gehört der verdammte Schädel nicht hin! Das stört voll den Energiefluss. Oh, ich kenne eine Abkürzung. Hier entlang. Die Luft ist rein! Sehr gut! Treffen wir uns mit dem Firehawk! Diese Kalypsos hören nicht auf, bis alle Banditen auf Pandora sie als Götter verehren. Banditen brauchen keine Götter. Wir verehren ein heißes Feuer und ein Stück Grillfleisch. Es gibt Regeln. Lilith freut sich bestimmt, mich zu sehen. Wir sind dicke, Bro. Super dicke. Das gibt's wirklich. Danke. Nächster. Pandora steckt in Schwierigkeiten. Ich spüre es in meinen Knochen. Vielleicht ist es auch nur der raue Wüstenwind auf meiner sonnengegerbten Brust. Schicke Hütte. Verstärkt, klimatisiert. Fehlen nur ein paar blutige Schädel an den Wänden und schon wär's hier richtig gemütlich, Kumpel. Warren? Was zur Hölle hast du hier verloren? Hey, hey, Lilith! Der ehemalige Kriegslord der Sonnenklopper meldet sich zum Dienst! Los, Crimson Raiders! Ach, schön, dich zu sehen, Warren. Für die Raiders brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Also, Kammerjäger, hast du die Karte gefunden? Die Karte war weg, aber ich habe einen Banditen als Souvenir. Karte? Wenn du den Alienschrott meinst, bringt ihn mein Clan gerade den Kalypso-Zwillingen als Opfer. Sie sind auf dem Weg zur Heiligen Rundfunkstation. Dort halten die Kalypsos ihre Mordpredigten, um ihre Anhänger anzustacheln. Die Kalypsos dürfen die Karte nicht in die Finger bekommen. Aber die Heilige Rundfunkstation ist ziemlich weit weg. Kammerjäger, du brauchst einen fahrbaren Untersatz. Meine Freundin Ellie betreibt das Catch-a-Ride. Stell dich ihr vor und sie hilft dir.
Ganz genau, das wollte ich sagen. Nochmal von vorn. Was genau wolltest du meiner Freundin? Du musst nicht. Komm schon! Hab gehört, dass ihr hier in der Gegend seid. Schön, dass Lilith neue Leute hat. Ich bin Ellie. Hey, warum glotzt du mich so an? Wow, du bist echt eine Wucht. Man braucht eine Armee, um dich umzunieten. Wie charmant. Lilith meinte, du brauchst eine Karre. Die verfluchten Kultisten haben mir alle gestohlen. Macht's dir was aus, eine zurückzuholen? Dann kann ich dein Catch-a-Ride einrichten. Und danke für den Besuch. Stopp bei der Sache, die ich geliebt habe. Ellie dich in Fahrt gebracht? Sie schafft es immer. Fahr jetzt zur Heiligen Rundfunkstation und finde diese Karte. Meinst du, Opfer?
Die Straße da führt direkt zur heiligen Rundfunkstation. Pass auf diese selbsternannten Zwillingsgötter auf. Man sagt, Tyrene Calypso sei der Star der Show. Ihr Bruder Troy macht die Propaganda für den Kult. Sie sind beide scheiße. Nur meine Meinung. Bleibt blutrünstig! Sekunde bitte!
Beschützt mich! Du hast dir die falsche Frau ausgesucht. Also gut, heißen wir die Sonnenklopper in unserer Familie willkommen. Wir posten das Video später und ein paar neue Ausgaben des Heuten-Journals. Das war's für heute. Und immer dran denken, liken, folgen, gehorchen. Ein weiterer perfekter Livestream unserer unfehlbaren Gottkönigin Tyreen. Die heilige Rundfunkstation steht nun wieder offen für eure Beichten und Hautspenden. Und jetzt raus hier. Die Munition. Im nächsten Leben. Bist du?
Karte gesichtet. Ja, Mann! Joink! Party! Bist du wegen dieser abgefuckten Karte hergekommen oder wolltest du nur mich sehen? Wusste gar nicht, dass du so ein Superfan bist. Ach ja, du fragst dich sicher, was die ganzen Statuen hier machen. Ach, das ist so eine Sache von mir. Sieh auf die Bildschirme. Tja, ich habe den Sonnenklöppern einen Platz in unserer Familie angeboten. Aber sie wollten nur Waffen und Geld. Wir haben uns betrunken. Oh, und dann sagt Roy etwas Großartiges. Götter verhandeln nicht. Götter verhandeln nicht. Ich liebe es. So gut. Wie ich schon sagte, diese Karte ist jedenfalls voll im Arsch. Also nimm sie ruhig. Ich hole sie mir später wieder. Du bist mein treuester Anhänger, Kamadi. Du weißt es nur noch nicht. Ich wusste, dass du die Karte findest. Bring sie her und lass sie nicht aus den Augen. Ich habe sie einmal verloren, das reicht. Kammerjäger, hast du wirklich die Karte? Klar habe ich sie, Firehawk. Ich erfülle meinen Auftrag immer. Einfach nur Lilith. Du hast die Karte? Spitze! Und hast du einen meiner Sonnenklopper gesehen?